nog maar eens. Twee horen plekken. Dat is een handel, gelijkvals. Oh, pardon. Nee, nee, dat is live. Oh, ja. Dat is live im Fernsehen. Ja, dat is ja wunderbar. Ja, präzis. Kennen wir eens, hè? Ja, wie bist du eigentlich auf das gekommen, so zu reden? Ja, eigentlich. Vor 5-6 Jahren, oder? Ja. Bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen. Ja. So zu schnurren, weil... Wegen? Es hat eine Person gegeben, da ist mir so auf den Sack gegangen, tagtäglich. Sicher. Und dann, irgendwann ist... Ja. Habe ich es mal alles zurückgeben sollen. Ja. Aber nicht irgendwie mit Schlag oder irgend so etwas. Ja, komm mal zum Thema. Und da habe ich gedacht, ich mache noch nachher. Ja, wieso nicht? Da habe ich da in der Schule die ganze Zeit nachher. Aha. Und irgendwann hat die Stimme so zusammengepasst. Ja. Da habe ich gemerkt, ey, ich kann es. Sicher? Ja, das hat jetzt so weit geführt. Ja. Wie weit? Dass ich jetzt so, dass die Leute mir sagen, ja, hey, mach doch etwas draus und so. Ja, und jetzt hast du es gemacht? Ja. Hä? Hast du es jetzt gemacht? Hat es etwas gebraucht? Und jetzt nachher da, gell? Ja. Jetzt bin ich auch hier. Was willst du, Alter? Was will ich? Warte, ich bin zu weit. Hä? Wieso? Was ich meine, ich habe ja nichts gesagt. Mal sicher, hast du etwas gesagt? Willst du mich verarschen? Sagst du einfach, was du sagst? Hey, Schlägerei! Hä? Willst du einen Schwinger? Alter, passt auf, was du schnurrst, Mann. Was willst du, was? Ja. Aber ich lache immer, Alter. Ich muss ernst sein, Mann. Ja, nein, nein. Du kannst auch lachen und ernst sein, weißt du? Mit winken. Was halt? Der Riesenzweifel, mein Gang jetzt ist besser. Ja, das glaubst du ja selber nicht. Ich meine, wenn der hohe Pfleger neben mir sitzt und das Gefühl hat, er kann irgendetwas schnurren, dann fange ich jemanden an etwas zu reden. Und das auf Ausländerdeutsch. Ich meine, wir kommen mit von der SVP und wir wissen, was wir Schweizer tun. Wir sind Eidgenossen, wir sind kein Papierle Schweizer. Verreckte hohe Pfleger. Weißt du? Der König von Zentralschweiz, der hat den Pilatus, hinter uns ist der Stanserhorn, der vorne ist der Stuck, ist Stuckli Kreuz und dort ist Giswein und ich bin da. Das geht wie immer noch. Wie bist du eigentlich so auf das zu reden? Nein, wie bist du auf das so zu reden? Fuck, Mann! Ah ja, hey, ich habe noch etwas anderes, ich kann nicht nur so eigentlich schnurren. Ich kann noch einen anderen nachmachen. So, ich bin der Matthias, Gott verdammt nochmal. Ich schwöre dir, er ist mir vorbeigelaufen, oder? Und dann habe ich plötzlich so gesehen, dass er mir eigentlich wehtun will. Oder? Aber verdammt nochmal, ich schwöre dir, es waren zwei so Ausländer gewesen. Plötzlich sind sie zu mir gelaufen und haben gedacht, Scheiße, Mann, sie können mich anficken. Da habe ich ihnen so angeschaut, du Kollege, hast du das Problem oder so? Und der, der vor mir gekocht ist, war. Shit, Alter. Das wird sehr pervers, ich meine. Weißt du, und danach siehst du so eine Rente zwitschern und danach plötzlich hörst du Matthias, ey, du verdammter Hurensohn. Dann plötzlich kommt so ein SVPler. Also nein, das geht nicht mit diesen Ausländern. Es ist einfach zu viel Gott, verdammt nochmal. Es wie ein Hurenpfleger. Das glaubst du selber nicht. Verdammter Hurensohn, er hat recht. So, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von Matthias. Er ist einmal mit dem Käppel durchgerast vor meinem Milchladen. Danach plötzlich vorne ist er aufs Trottoir gekommen. Dann hat es ihn abgeschmettert. Bin ich zu ihm gegangen. Der Matthias, weißt du, ob er den kennt? Darum weiss ich, wie er heisst. Der Matthias, geht's dir gut? Ja, verdammte Scheiß Trottoir. Ich weiss auch nicht, wie ich das nicht übersehen habe. Das geht doch nicht, so etwas. Ja, willst du ein Pflaster? Nein, aber das geht doch nicht. Ja, ich weiss doch, dass es nicht geht, habe ich gesagt. Da habe ich den Huren aufgelipft. Ah, mein Bein, du Verdammte! Pass ein bisschen auf! Da habe ich ihn gleich einst aufgelipft, oder? Danach sind wir einst weitergelaufen. Also nein, er war auf meinem Schoss. Also in meinem Arm. Schoss war hier. Auf meinem Arm. Auf meinem Arm. Gehen wir auf Bern. Dann sind wir in den Laden reingelaufen. Er auf meinen Arm. Plötzlich schreit er wieder eine Runde.
Hey, du Verdammte, mach schnell, ich brauche Pflaster, ich verblühte sonst, sonst bin ich da am Boden unten. Ich bin noch jung, ich muss noch leben. Da haben sie gesagt, du Hurenpfleger, muss mir gar nicht blöd kommen, wenn ich dir schon helfen wollte. Der Gips, der Gips, der Gips, der Gipser. Ah. Weißt du, aber das ist, ich habe eigentlich zwei Räder, aber hinten, ich weiß nicht, ich habe glaube ich zu wenig Luft gehabt oder so. Ja, aber dann musst du das Zeug auch regelmässig pumpen. Ja, aber verdammter Scheiß nochmal, ich weiß auch nicht. Meine Mami bringt mich auf, wenn sie mich sieht mit einem aufgeschifften Bein. Ja, aber das macht nichts, dann verbinden wir den Haar, nicht nur ein Pflasterli. Wenn man es verbindet mit der gleichen Hautfarbe, weißt du, Bindung, oder? Der Keilriemen muss die gleiche Farbe haben wie das Bein. Ja, ist gut. Du verdammter Hurensohn, ich fick deine Mutter. Ich weiss noch, wo du wohnst. Ich weiss, wo dein Bett schläft. Aber wenn ich dich jemals sehe auf der Straße, dann bekomme ich ein Kuchenstück vom Adrian. So, das wär's gsi von mir. Schönen Abend. Verdammt, ich wünsche euch schönen Abend. Schönen Abend zusammen. Ciao zusammen. Pläger! Cream TV. Das ist so ein Video.